This is your road to the Fortnite World Cup. Oh, Countdown ist da. 3, 2, 1, go. Oh mein Gott. Oh, jetzt aber Hype in Chat. Wir starten in die allererste Runde vom Fortnite-Weltmeisterschaftsfinale. Duo Runde 1 von 6. Millionen Dollar Preisgeld. Boah, geil. Wir sehen alle Spieler. Alle Spieler. Heftig. Alter, wie viele sich da nochmal die Hände vom Schweiß befreien. Die sind, glaube ich, nervös. Ja, ultra. So viele junge Spieler auch, ne? Ja, insane. Da sehe ich Mongral. Okay, wen haben wir hier? Mich würde mal interessieren. Oh, den kriegt er down. Oh, er hat nur grauen Loot. Juwang. Aber trotzdem geht er down. Alter, hier mit dieser Waffe. Mit der Trommel-Shotgun. Oh, dem sind jetzt beide, glaube ich, beide gegenseitig gedownt. Mhm. Der hat besseren Loot. Er hat noch ordentlich Schild, kann er den nicht nehmen? Erster Mini ist drin. Kriegt er die Wand? Er hat die Wand! Und, nee, die waren wieder zu zweit. Die waren schon zu zweit. Da hätte er einen Ticken aggressiver spielen müssen. Schade. Krass. Aber du bist natürlich auch nervös, ne? Hat man auch gesehen. Normalerweise, Public hätte den jetzt weggepusht, einfach so. Oh, ich habe einen down, ich hau mir ein, zwei Minis rein. Ja. Geh die weg, wieder rein, dass er den nicht reviven kann. Jetzt hat er es geschafft, ihn zu reviven. Es waren 2 gegen 1 und dann geht er down. Stimmt. Ja, stimmt. Alter, mit... Hatte ich gar nicht auf dem Zettel. Ja, jetzt schon? Hä? Es leben noch 84 Spieler und Storms... Das... Krank. Was? Hä? Dann müssen jetzt ja irgendwie 40 Leute Storm Surge oder so bekommen. Ist ja völlig was. Für die Leute, die nicht wissen, was das ist, nochmal fix erklärt. Die Duos, die am wenigsten Schaden verursacht haben, die noch keine Kills haben, die keine anderen Duos angegriffen haben, also die am defensivsten gespielt haben, die werden hierfür bestraft und kriegen da richtig Damage rein. Das heißt, sie müssen jetzt aggressiv spielen. Sie müssen keine Kills machen, aber sie müssen an anderen Spielern Schaden verursachen. Sonst werden sie fürs Campen, sage ich jetzt einfach mal, bestraft. Ja. Sonst sind das immer nur so maximal, weiß nicht, 8 oder 10 Spieler, die dafür bestraft werden. Am Ende kriegt es dann keiner ab, weil während diesem Gefecht noch einige Leute down gehen. Aber bei 84 Spielern? Ja. Guck dir das mal an, Storm Surge. Die kriegen alle Storm Surge rein. Die müssen jetzt Damage machen. Guck dir das mal an. Ja, krass. Diese lilanen Blitze. Alle paar Sekunden. Boah. Die kriegst du ab. Schon boah. Wieder. Der, wird der sieht gehen. Ja aus wie ich, als ich jung war, als ich noch im Hort war. Wer ist das? Der ist am Storm Surge down gegangen. Die gehen alle am Storm... Es sind so viele! Alter, was? Wie viele Leute jetzt gestorben sind. Übrigens, Max. Ja? Glückwunsch zur Million. Dankeschön. Ne? Dankeschön. Mit Gronkh und Monte bist du auf dem Treppchen. Ja. Ne? Platz 3. Mhm. Stark. Danke. Hab mich auch sehr gefreut. Danke auch nochmal die Zuschauer, ja, die dabei waren. Geil. Oh, jetzt ist Dubs down. Kriegt er den Revive? Oh, Storm Surge. Oh. Er muss Schaden verursachen. Hat er jetzt auch? Reicht das? Wie der da sitzt! Guck dir das mal an! Ja, ja, ja. Der spielt mit dem Handgelenk so drauf, so. Ja, ist ganz krass. Das muss ich auch mal probieren. Benji und Savage oben. High Ground. Oh, nice. Nee. Komm noch welche hoch. Rift gibt's nicht mehr. Ist noch nur mit Jumper-Tuch oder mit Shockwave-Grenades. Schinken wurde wieder hochgeholt. Schinken lebt noch. Ja, krass. Was? Der war doch down und hat die Stinky abbekommen. Ich dachte echt, das war's. Jetzt ist Stompy down und Schinken noch am Leben. Punkte sind theoretisch also noch möglich, wenn er es in die Top 15 Teams das schafft. Das ist übel, aber wie gesagt, 5 Teams noch. 5 Teams müssten noch down gehen. Diese Stimmung da. Ja. Rein. Einfach oben im Highground. Savage down. Der wurde einfach von oben genockt. Wann sieht man denn sowas mal? Ja. Dass er so schnell von oben aus dem Highground genockt aber wird. Aber die haben 6 Kills, Benji und Savage. Das ist, schon richtig viel. 2 Platzierungen. Ist Schink noch am Leben? Ich sehe Schink nicht mehr. Er ist so gut, ne? Da kann ich's machen. Da kann aber so krass, Top 5, 6 Kills. 6. Platz noch gewonnen. Insane! Richtig stark. Mitro. Oh, jetzt geht's aber richtig los hier. Mitro noch ein Kill. Er holt ihn noch. Was? Was? Wow! Hat er gekillt? Holy shit. Okay, krass. Oh mein Gott, sie gewinnen die erste Runde.
Was? Sehr, sehr starkes Late Game von Zayt und Die haben auch Katowice, hatten die auch geholt, heftig. Ne? Heftig. Heftig. Ja, ist, also so schnell geht's die in der ersten auch, Runde. Katowice gewonnen. Echt? Die beiden, ja. Krass. Die haben so heftig gespielt. Hab die ganz sicher gemacht. Die beide GG. Noch full life, full... Boah. Das ist meine Shotgun. Das wird interessant. Und der Deagle im Nahkampf. Der Disrespect ist real. Oh. Krass. Geht der dafür Karma ab? Stinky noch mit dazu? Oh, Mitromongral. Ja, da hast du keinen Die Bock. Haben eine Ahnung, dass die low sind. Da wird jetzt ordentlich reingepusht. Mitro ist drin. Oh, den hat er schon. Hat er schon beide? Ah, da hinten ist er. In der Ecke. Das ist halt stark, dass die jetzt hier so aggressiv spielen. Das können sie. Damit guckt ihr das an. Was will er machen? Da schreit er auch. Da freut er. Geil. So kennen wir die. Drei Kills jetzt schon. Der hat richtig geilen Loadout. Siehst du das? Ja, richtig. Kann er brutal. Aber hat er immer. Werden. Hat er immer. Er ja, geht ne? immer für guten Loadout. Oh mein Gott. Das war knapp. Das war aber nicht Mitro, der da gekillt hatte. Das war ein anderer. Das war knapp. Oh mein Gott. Boah, wie ärgerlich. Was für ein dämlicher Tod. Boah. Die wurden Heide? Halt so heftig gesplodet. Zum oh Glück haben sie Gott. Kills geholt. Ist halt mega wichtig. Wichtig. Aber zum Beispiel Zeit und Saft sind immer noch, SRF sind immer noch am Leben, ne? Ja. Das ist so insane. Das ist doch. Was sie da auch schon wieder editiert haben, um da zu feuern. Ja, ja. Dompi ist der letzte von uns, der am Leben ist. Wow. Wer, wenn nicht Erchit? Wer, wenn nicht Stompy? Tunnelt sich nach vorne. Macht er nicht schlecht. Knapp 150 Leben. Highground ist auch brutal. Zednabi im Highground. Schießt die ganze Zeit. Stompy aimt ab. Deutscher, auch noch am Leben. Baut sich. Stompy immer noch am Leben. Stompy kriegt jetzt Hit, Stompy down. Aber GG an Stompy. Holy shit. Ja, das war ein geiles Ding. Erster Platz von eben auch noch down. Guck, die wurden eben gerade erst, haben sie jetzt hier schon wieder so gut platziert wurden. 6 Row, Vinny, 5 Kills. Heftig. Zerox down. Oh, dann glaube ich Double Kill. Richtiger Shot. Er ist jetzt 2 gegen 1. Ja, das machen die doch, als ob jetzt der Typ da 2 gegen 1. Geht er hoch, da in der Luft geht er down, ne? Was, der fängt das nochmal? Der ist so One-Shot. Ja, da geht er down. Heftig. Erster Platz. 7 Kills. Geil. Mein Gott. Okay. Der andere ist komplett im Tunnel. Der ist noch komplett im Tunnel. Der will direkt in die nächste Runde rein. Hast du das gesehen? Da haben wir die Standings übrigens. Zef und Zayt. Guter Abstand. Willems erster, 26 Punkte mit Abstand. Ja, okay, die sind eben Amerikaner, erster. Amerikaner aber gerade sehr, sehr stark. Die Rocks auf dem 8. Ob Chinken rebootet wird? Hm, schwierig. Oh, hier sehen wir das Legendary Infantry Rifle. Saustarke Waffe. Na, die sind ja immer noch. Die haben wir eben schon gefightet. Und genau dann kam gerade der Blitz. Ja, ne? Ich glaube auch, Xerox hat den nächsten Kill, sehen wir im Killfeed. Er spielt jetzt hier 1 gegen 2. Na gut, gefinished. 72 HP. Mr. Savage hat Aqua getötet. Echt? Mhm. Krass. Wie sich jetzt die besten Europäer gegenseitig ausschalten. Das ist natürlich immer so ein kleines bisschen bitter. Weil man die natürlich anfeuert, extrem. Lol, what? Was? Er hat beide geholt? Krass. 34 Leute, ne? Boah, schöner Hit. Damage bleibt im Highground. Ja. Wen sehen wir noch alles? Mega und Dubs. Mega einfach. 4 Kills. Alter, alle müssen moven. Magwood oben 5 Kills. Ja, das ist stark. Wenn du erstmal im Highground bist und den richtigen Loot hast und Metz hast. Siehst du das, ja, Max? Ja, es ist krass. Vorher ist ein Double Kill auf Mikro. Ich fass es nicht, wie er sein Handgelenk da absetzt und rüber swiped über die Tasten. Als ja.
Max, der wiegt ein Drittel von mir. Ja? Wieso denn? Was ist denn los? Was war denn? Was ist denn vorgefallen? Alter. Oh mein Gott. 150. Boah. 13 Kills. Der macht das gut. Nee, wenn der jetzt auch noch gewinnt, nee. Es leben noch 5 Spieler, 3 Teams. Da ist Omega so runtergefallen. Auslauf von der Seite. Kriegt übelst so einen Schaden. Läuft rein, fliegt zurück. Schattengranate. Muss wieder rein. Schafft er das in die Zone? Er schafft es, aus Logi down. Dritter Platz, aber da kann er sich auf jeden Fall freuen. Vor allem direkt Kills und Magwood und Calculator gewinnen. Magwood, das beide 9 Full Schild. Und dann gewinnen, ist ein bisschen krass. Das war jetzt aber eine interessante Runde. Wie viele? Ach, guck mal, die noch haben 9 Kills, die anderen haben 13. Heftig. Die waren die ganze Zeit im Highground, machen die Kills. Am Ende gewinnen sie mit beide Full Life, Full Schild. Das fand ich ein bisschen doll. Also das fand ich echt ein bisschen krass. Die zweite Seite, Magwood und Calculator, eben auch sehr, sehr stark gewesen. Eine gute Runde und du bist halt sofort in den Top 10 drin, ne? Werden wir wahrscheinlich gleich noch die zweite Seite kriegen. Gucken, ob wir da den Stompy und Schinken irgendwie sehen. Stompy immer noch stark. Ah, D-Rox aber aktuell bester deutscher Spieler mit Item zusammen. Auf dem 11. Platz, 15 Punkte, aber dann stackt das halt ganz schnell. Ne? Also viele mit 15, 14 und 13 Punkten. Boah. Ja, kriegt er aber auch Damage ab. Aber noch genug. Slurp vielleicht? Slurp, das sieht alles ganz gut aus. Oh, guck mal, Ronaldo hat ja schon 3 Kills. Ist nur sein Mate da, bisher 0 Kills. Und der wird jetzt hier auch angegriffen. Oh, ich finde Solo gegen Duo, vor allem solche Duos immer so schwer. So schnell kann es gehen. Danke wieder für 60.000 Zuschauer. Insane. Ja, das ist ja krass. Das ist auch so ein einmaliges Event. Und das bei dem Wetter, Sommerferien. Ich glaube, wir könnten heute wirklich den Zuschauerrekord von 70.000 Zuschauern hier brechen. Das ist ja auf jeden Fall sehr, sehr, sehr nice. Das wäre richtig geil. Krass, die Europäer, diese Runde. 6 Kills haben die schon. Auch Benji hat alleine schon 4 Kills. Haben auch schon wieder einfach 6 Elims. Ja. Ne? Metz stimmen, Schild stimmen. Mongral mit seiner Waffe. Mongral mit seiner Waffe. Oh, ist in ihm drin. Kriegt er den? Oh, ganz wichtig. Oh, wie geil. Nee! Nee! Kriegt ihn! Was? Oh mein Gott. Er kriegt ihn. Alter. Oh, was? Wie knapp war das denn? Was? Ganz da oben. Es ist so geil gerade, dass Aqua und Nyrox am Leben sind. Ja, 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 ja. Ja, die killen die. Ja, die kriegen Kills. Sag's auch, wenn's Europa. Aqua, Double Kill. Benji noch dabei. Benji alleine. Schafft er es noch zu überleben? Schafft Situation. Fallen runter. Nur noch ein Duo. Rest hat alles auf sich alleine gestellt. Oh mein Gott, der war da oben. Wie ärgerlich. Er hätte selber gebaut. Da hat er sozusagen den Gegner geholfen. Nyrox, schade. Sky killed Benji. Nyrox und Aqua. Aqua 4 Kills. Oh ja, das ist geil. Und sehen wir Aqua. Shockwaves, Schattengranate. 2 Mets. Er kann eine Platte bauen und 2 Platten bauen. Immer noch 5 Spieler. Und fällt runter. Keine Mets, keine Mets. Oh mein Gott. Die Shockwave? Er ist wieder oben. Er ist wieder oben. Nyrox macht einen Kill. Nyrox geht down. Aqua kommt dazu. Holt sich den Kill. Stark! Oh ja, Mann, Aqua! Double Kill! 7 Kills! Wie geil! Digga, 6 Kills, 7 Kills! Wie er hochgeht. Wie er hochgeht und abwartet. Ohne Material. So geil, Junge! Digga, Aqua, so gut! Oh mein Gott. Wie geil war das denn nochmal? Ich hab das schon gesehen, als sie dann im Highground waren, dass das was Gutes werden kann. Digga, Aqua, ich fass es nicht! Alleine Aqua hat 6 Kills. Können wir mal rüberschalten. Ich fass es nicht. Wir haben auch schon die Standings hier. Ja. Wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Und die sind auf Platz 10 gelandet. 23 Punkte.
Wie können sie das benutzen? Sie sind wirklich sehr, sehr weit oben, ne? Ein bisschen weiter runter müssten sie. Aber da sind auch Nico und Airwag. Die sind so weit oben. Airwax und Nico gehen runter. Schön. Alle gehen ein bisschen nach unten. Hilux ist vielleicht ein bisschen zu weit unten. Airwax hat so einen Hit bekommen von den beiden. Oh ja. In die Zone. Schießt von oben auf Item runter. Die Rocks down. Aqua ja. Hält mit der Minigun. Halt drauf. Nyrox baut nach vorne. Top 7. Alle sind so gut wie einzeln. Aqua und Nyrox voll HP. Sie können das wirklich nochmal gewinnen. Nyrox kriegt einen Zone-Tick. Aqua weiter mit der Minigun. Die ganze Zeit. Der ist down, der ist down, der ist down. Aqua nächster Kill. Wieder Punkte. Top 5. Welche Kills haben die denn? 4 Kills haben sie schon. Alle sind alleine außer Aqua und Nyrox. Ja. Oh mein Gott, der geht auch down. Und der geht auch er down. Er hat versucht, den High Ground zu kommen. Hat es nicht. Beide voll HP. 5 Kills. Sie sind das einzige, sie sind das letzte Duo. Alle Solo unterwegs. Full Life, Full Schild. Mets gehen langsam zur Neige. Ja, haut sie da selber. Stinky rein. Gute Hits. Aber die Mets gehen langsam aus. Hält mit dem Minigun drauf. Gegner ist white. Der erste Platz wäre so wichtig. Nyrox ist unten drin. Top 3, Top 2. Aqua nächster. 1 gegen 2, 1 gegen 2. Nyrox low, 50 HP. Schaffen die, das schaffen die. 2 gegen 1 müssen die doch hinbekommen. Das wären 2 Wins hintereinander. Oh mein Gott. Oh, schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Er hat, geholt! Er hat ihn schon wieder gewonnen. 2 Runden hintereinander. Digga, 2 Runden hintereinander. Damit, also das... Damit hat einfach gar keiner gerechnet. 2 Runden hintereinander gewonnen mit so vielen Kills. Beide Male im Highground. Beide Male Full Life, Full Schild. Also irgendwie bei 40 Punkten. Da haben wir die Standings. Sie sind Zweiter. 3 Punkte. 3 Punkte unter Zef und Zayd. D-Rox auch Top 10 mit Item. 9. Platz. Let's go. Mal. Schieß auf. Versuchen mit dem Infanteriegewehr reinzukommen. 2 Gegner vor ihm. Zone geht komplett in den Norden. Das Ganze geht in 20 Sekunden los. Brain jetzt hier zusammen rauf. Oh, schöner Hit. Das ist ein Key. Er hat nicht, Dubs er Mega, und Mega geholt. Das Digga, Mongral ist so strong. Holt er Solo versus Duo. Down ist er und er ist auch schon gefinisht worden. Aqua gerade Shockwave oder irgendwie sowas benutzt, ist ganz vorne. Full Life, Full Schild. Aqua, wir sehen ihn links full unten. Full Life, ja. Wo ist Nyrox? Mongral noch am Leben, Savage Nyrox. Noch am Leben, D-Rox noch am Leben. Auch die sind ja in den Top 10. Ich glaube, Aqua ist alleine. Ich sehe Nyrox nicht. Oh mein. Ich sehe Nyrox. Doch, links, 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 unten, links, unten ist Nyrox. Nyrox lebt auch noch, aber ganz wenig Leben. 2 Teams müssen noch down gehen. Oh. Ein Team noch. Das wären wieder Platzierungspunkte. Oh mein Gott. Er hat es. Wieder 2 Punkte. Doch 105 HP. Momentan auf dem ersten Platz. Kann er das durchziehen? Schafft er nochmal Platzierungspunkte? Schafft das? Oh, da geht er down. Geht er down. Aber ich glaube, das reicht. Jetzt ist die Frage, 6 wer lebt Kills? Noch? Wer kann alles ich glaub, noch erster es waren 6 werden? Kills, 10 Punkte. Ich glaube, die sind safe auf dem ersten, Max. Kommt drauf an, wer hier noch drin ist. Kann noch jemand von den Teams an Aqua vorbei? Wisst ihr nicht? Lol, was ist das für ein Late Game? Was ist das für ein Late Game? Das ist durch. Ja, das ist durch. Das war die letzte Runde. Das war die letzte Runde. Was ist denn jetzt? Ich muss sofort das Ranking sehen. Ich fasse es nicht. Ja! Alter, let's ich fasse go. Es nicht. Wie geil ist das denn? Aqua Nyrox erster Platz. 3 Millionen Dollar. Rojo Wolves, Osef und Zayd auf dem 4. Platz abgerutscht. Oh mein Gott, ey, auf dem 4. Die haben in einer Runde 1,5 Millionen Dollar verloren. Aqua Nyrox. Ja, ich das so nicht geil. Mal so oft im. Der Mainstream hat sich gedacht, die zeigen wir nicht mal so oft. Ja. Gewinn. Wie die sich fühlen müssen, da jetzt lang zu laufen, ne? Wie geil findet Cooler das, deren E-Sports-Orga? 80-20. So cool finden die das. The trophy is yours. Your Fortnite World Champions Aqua einfach krass. And Nyrox! Alter. Die Trophäe sieht schon sick aus. 3 Millionen Dollar.
Die Amerikaner gar nicht fassen. Die Amerikaner sind so sauer, dass es nicht Sepp und Dave geworden sind. Ja, wo waren denn jetzt eigentlich die ganzen Amis? Es waren schon viele in den Top 10. Auf dem 8. Ja. Max, nee, jetzt doch. Sei doch mal ein bisschen parteiisch. Jetzt aber weißt du, wer auf der 1 war? Ja, das ist es. Deutschland grüßt. Es sind die Ersten, die die Geschichten schreiben. In diesem Sinne, Aqua und Nyrox. How do you feel, buddy? Fair enough. For you, my friend. We legit had the first start ever. Like the first three games was awful. And then like, I don't know what happened. We just popped off. Why do you guys think that you're here right now? What happened? What did you end up doing differently that separated you from the rest of the pack and allowed you to get in that first place position? I think it's the amount of hours we put into this game and how serious we take it. That's right. And now, obviously, I understand you do have some family that are here as well. You made them very proud. Who are you die können das nur realisieren. Die wachen morgen auf und morgen haben sie es immer noch nicht realisiert. Like, Mom, Millionen Dollar. Überleg mal, du hast einfach 1,5 Millionen gewonnen. Viel zu viel Geld. I don't know what to say. It's insane. For you, my friend. It's insane. Rudy, du bist gerade Multimillionär. Auf Agent kommt er mit dem Lambo. Alright. Well, you're definitely going to have a lot more fans now, man. Once again, you're 2019 Fortnite World Champions! Aqua and Nyrox! Sie wissen gar nicht, was sie machen sollen. Ich brauche erstmal eine kalte Dusche gleich. Ich brauche ein kaltes Bier.